Aktuell sind wir jetzt dabei, die Tunnel-Vortriebsarbeiten umzusetzen. Diese erfolgen im Zuge des sogenannten Nöt-Vortriebs. Das heißt neue österreichische Tunnelbauweise. Wir graben hier Meter für Meter, Teilbereich für Teilbereich in den Untergrund und sichern diesen geschaffenen Hohlraum mit Spritzbeton und Baustahlgitter. Wir haben am Matzenhofer Platz selbst die zwei Stationsröhren schon im Rohbau, also in der Außenschale, hergestellt. Diese zwei Stationsröhren sind einerseits über die Schächte zu begehen, beziehungsweise auch über den hinter mir liegenden Doppelquerschlag kann man dann vom Gleis 1 aufs Gleis 2 auch wechseln. Diese Tunnelvortriebsmaschine, die wir liebevoll den Maulwurf nennen, das wird ein Riesengebilde mit fast 70 Metern Länge und 7 Metern Durchmesser. Und diese Tunnelvortriebsmaschine, dieses Ungetüm, das bauen wir hier unten zusammen und das wird dann mit einer Drehscheibe vorne, wie ein drehendes Messer, fräst das aus dem Gestein Scheibe für Scheibe heraus und transportiert dann nach hinten automatisch das Gestein und das Erdreich weg. Das heißt, wir haben hier einerseits gleich mal den Vortrieb, aber auch den Abtransport und diese Tunnelvortriebsmaschine baut dann auch gleich die Verstärkung ein. Das heißt, wir bringen dann direkt Stahlbetonfertigelemente an die richtige Stelle, die dann die Auskleidung von der Tunnelröhre gewährleistet. Die Herausforderungen im statischen Bereich konnten gemeistert werden. Wir haben ja hier mit der S-Bahn eine unglaubliche Belastung auch auf der Oberfläche und mit dem Straßenverkehr. Diese Baustelle kenne ich jetzt schon mehrfach und es ist einfach auch schön zu sehen, wie das Monat für Monat wächst. Und die Mobilität in der Stadt ist natürlich eines meiner Kernthemen und unendlich wichtig, um auch eine 2-Millionen-Stadt dann gut bedienen zu können. Und deshalb gilt hier wirklich auch mein Augenmerk, diesen Baustellenbereich, der natürlich eine Schlüsselfunktion dann auch Richtung Süden einnimmt, wenn es Richtung Wienerberg in weiterer Form für die U2 gehen wird.